Epic Pharma Games presents Babysitter Bloodbath, designed by Ben Kakuza. La la la. Hi, Sarah. We're so glad you could come on such a short notice. Let me take your coat. Hi, Sarah. We are so glad you could come on such a short notice. Billy is really excited to see you. No problem, Miss Johnson. Before we go, do you have any questions? How can I reach you? You might want to write down this number. 555-7898. Anything else? What time should I put Billy to bed? Don't worry about that. He picks his own bedtime. Also, feel free to do whatever he says. We must be going. Talk when we get back. Yep, das ist gute Erziehung. Herzlich willkommen zu Babysitter Bloodbath, einem Horrorspiel basierend auf einem Spiel zur Halloween-Reihe, das, glaube ich, umgenannt wurde oder so ähnlich, also aus Lizenzgründen nicht Halloween heißt, sondern ja, Babysitter Bloodbath, aber im Prinzip das gleiche. Es basiert auf den Halloween-Horrorfilm, von dem ich noch keinen einzigen gesehen habe. Ich weiß, dass Finky ein großer Fan davon ist, seine Lieblingshorrorfilmreihe, soweit ich weiß, wenn sich das inzwischen nicht geändert hat. Und er wüsste wahrscheinlich viel mehr zu den Sachen, die hier passieren, als ich. Allerdings weiß ich leider auch schon einiges über das Spiel. Ich hatte nämlich bereits eine Aufnahme dazu gemacht. Das Problem ist, ich hatte dann Probleme letztendlich mit der Aufnahme und es gab auch mal Abstürze zwischendurch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich könnte jetzt zwei Sachen machen. Ich könnte das Spiel entweder nochmal einfach so aufnehmen, als hätte ich es noch nie gespielt und euch jeden Schrecken hier vorspielen, aber ich dachte mir, es wäre doch sinnvoller, einfach nochmal an die Stelle zu spielen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, beziehungsweise wo es abgestürzt ist, und euch sozusagen hier in diesem ersten Teil eine Art Walkthrough zu geben. Das dürften etwa 15 Minuten sein, da ich ja schon weiß, was zu tun ist, und danach, wenn es dann richtig zur Sache geht, dann weiß ich auch nicht, was auf mich zukommt. Deswegen hier erstmal die Einführung. Wie gesagt, Babysitter Bloodbath, wir sind, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Sarah, ist Sarah richtig? Ich habe sie beim letzten Durchspielen aus Versehen Linda genannt, aber das war natürlich die Frau. Wir müssen hier auf Billy aufpassen, ist also eine Art Babysitter-Simulator. ist natürlich wirklich ein, man könnte sagen, fast klassisches Horrorspiel. Was mich hier wirklich anspricht, ist erstmal die Optik. Das erinnert sehr an die PS1-Horrorspiele und das habe ich mir schon immer gewünscht, so von Indie-Horrorspielen, die ja meistens entweder komplett in 2D sind, so wie Lone Survivor, oder noch öfter Ego-Perspektive. Will you take a cereal box? Yes, die brauchen wir nämlich. Erst jetzt in letzter Zeit kamen ja so Spiele wie Dreadout, die dann wirklich auch mein Third Person sind, in dem Fall dann eher an PS2-Horrorspiele erinnern. Das hier ist wirklich reines PS1-Horrorspiel-Flair, wie Silent Hill, wie Resident Evil, ich würde sogar sagen noch mehr wie Silent Hill, von der Optik, von der Wohnungseinrichtung und vor allem von diesen leicht schrägen Kamerawinkeln hier die meiste Zeit. Und dass die Kamera sich auch mit uns mitbewegt, während wir laufen, das ist schon sehr, sehr Silent Hill. So, was ich machen werde, hier steht ein Radio, das man jetzt kaum sieht, das werde ich mal einschalten. Da kommt gleich ganz laute Musik, deswegen hatte ich mir die Ohren zu. Attention citizens of Monroe Township, we apologize for the interruption, but for the matter of your safety and well-being, we have received reports that a mental patient has escaped from Lincoln State Hospital and should be considered extremely dangerous. I repeat, do not try and approach any suspicious persons, but rather alert your local authorities immediately. Fugitive's name is Nicholas Burr, 38, approximately 6'4", 240 pounds, armed and dangerous. The apprehension of Burr is a top priority. Please contact the Sheriff's Department if you have any information about his current whereabouts. God bless and stay safe. So, und jetzt haben wir die Radiodurchsage bekommen. Die habe ich beim ersten Mal nur durch reinen Zufall entdeckt. Und
Sonst hätte ich gar nicht gewusst, was Sache ist, nämlich dass dieser Nicholas Burr ausgebrochen ist aus dem Mental Hospital und ja, man soll zu Hause bleiben, man soll die Türen verschließen, man soll nichts unternehmen und man soll anrufen. Jetzt wird hier erstmal Musik laufen und wenn die Musik vorbei ist, wird er noch eine weitere Durchsage machen, in der er uns die Telefonnummer verrät, unter der wir anrufen sollen. Das habe ich mir natürlich beim letzten Mal alles schon notiert, auch die Telefonnummer von den Eltern. Das war die 555-7898. Folgendes passiert, wenn man dort anruft. Hier ist das viel zu große Telefon. 555-7898. So. Frank Chateau, would you like to make a reservation? Yes. Sorry, but we are booked until 1982. Goodbye. Okay, die Musik läuft noch. Ja, das Sounddesign hier ist ganz gut gemacht, aber es wird natürlich schon übertrieben laut, sobald man sich dem Radio nähert. Hier auch Candlelight Dinner, ganz toll, die Katzen anlassen, während das Kind allein zu Hause ist. Mit irgendeiner fremden Babysitterin, da kann sicher nichts passieren. Aber da das Kind sowieso machen kann, was es will und ins Bett geht, was es will, erwarte ich auch nicht viel von diesen Eltern. Ja, und ich warte jetzt einfach erstmal, bis die Radiodurchsage kommt. Ich kann so lange mal versuchen, Billy zu bekommen, der hier die ganze Zeit wie wild durch die Gegend rennt. Billy? Das Problem bei der zweiten Radiodurchsage ist, soweit ich weiß, kommt die nur ein einziges Mal. Oder vielleicht auch, wenn man den Bereich verlässt, dann fängt es vielleicht wieder von vorne an, aber danach wiederholt sich wieder nur noch die erste Durchsage. Und das heißt, man hat nur eine Chance, diese Telefonnummer zu bekommen. Jetzt. Wo war der Eingang? Ah, wo war's? War's hier? Ja. So, gut zu hören. Nicholas Burr from Lincoln State Hospital continues to rage on, and we recommend all citizens to stay inside and lock your doors. The masked criminal is considered extremely dangerous, and reports indicate he has maimed and killed close to a dozen innocents at this point. Schon gekillt. Please do not feed his terror and assist in the safest way possible. Staying home and alerting your law enforcement professionals, 360-555-4215. Okay. Das ist in der Tat genau die Nummer, die ich mir aufgeschrieben habe. Komischerweise funktioniert die nicht. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, weil er sagt am Anfang 360-360 und so viele Nummern kann ich gar nicht eingeben. Das ist das noch vor der 555, also da habe ich vielleicht was falsch verstanden. Aber machen wir jetzt mal weiter. Der Fernseher geht nicht an, aber wenn ich jetzt mit Billy spreche, dann sagt er mir, dass er gern Fernsehen sehen würde. Natürlich, was auch sonst. Eigentlich bin ich ja die Babysitterin, die die ganze Zeit nichts anderes zu tun hat, als rumzusitzen, entweder Fernsehen zu gucken oder sich ihren jugendlichen Freund einzuladen und den die ganze Zeit, wie auch immer. Aber erstmal möchte der kleine Billy Fernsehen. Hallo Billy, you have to find the remote control. Okay, der hat schon den Schritt übersprungen, dass er mir sagt, er will Fernsehen gucken, weil ich schon am Fernseher war. Und wir machen es jetzt kurz und knapp. Die Fernbedienung liegt oben. Da habe ich beim ersten Mal ziemlich lange gebraucht, um die zu finden. Vor allem, weil ich die Treppe nach oben nicht gefunden hatte. Und die finde ich auch jetzt wieder nicht. Ach, das ist so kompliziert aufgebaut, dieses Haus. Okay, ich gehe mal hier durch. Ich werde hier noch ein paar Mal rumirren, weil das ist echt nicht so leicht, sich in diesem Haus zurechtzufinden, was vor allem an den Kamerawinkeln liegt. Aber das nehme ich gerne in Kauf, weil die Kamera ist ziemlich cool, finde ich. Die macht natürlich auch die Steuerung ein bisschen schwer, aber naja. Die Diskussion hatten wir in der Halloween-Show schon mal zu Dreadout, ob das bei Horrorspielen nun legitim ist, die Steuerung komplizierter zu machen, die Kamera und so weiter. Ich finde nicht, dass man die Steuerung absichtlich verhunzen sollte, aber ich sage mal, bei so einem Spiel kann ich nicht so gutes Gameplay-Design eher verzeihen als jetzt bei irgendeinem Action-Spiel oder so. Da hinten ist der Strichcode an der Wand, aber wenn wir näher rangehen, ist es doch eine Gardine. Und hier liegt die Taschenlampe, die kann man auch übersehen. Die muss man, soweit ich weiß, nicht mal einsammeln. Und ich glaube, das war's hier. Da ich bisher auch erst ein Stück gespielt habe, kann ich absolut nicht sagen, wie lang dieses Spiel ist. Da habe ich selbst keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man dieses Inventar hat mit den 6 Plätzen, das erinnert sich an Resident Evil. Hier die Lebensanzeige, hier eine Waffe, die man ausrüsten kann, hier ein Gegenstand, also ich schätze mal, das Equip für Waffe gilt. Hier die Sachen, die ich eingesammelt habe, Cereals und Milch kann ich schon mal kombinieren zum Müsli. Und ja, hier dieses coole,
wie nennt man das, das coole Hauptmenü als Videokassette gemacht, beziehungsweise so sieht das Hauptmenü aus und jetzt in dem Fall auch das Pausenmenü. So, hier kann ich noch nichts machen, den Alkoholschrank. Es bringt übrigens nichts, die Telefonnummer, die ich schon habe, vorher anzurufen, dann sagt es mir nämlich einfach nur, dass sich niemand erreichen kann. Da ist noch so ein so eine Wäscheklappe. Hier ist eine geschlossene Tür. Das Badezimmer, das komischerweise keinen Spiegel hat. This house doesn't have any mirrors. Why doesn't it have any mirrors? So. Auf Toilette gehen geht auch nicht, weil... I can't use the bathroom right now. Feels like someone is watching. Das finde ich schon ziemlich gruselig, vor allem weil die Kamera währenddessen hier durch den Duschwagen durch ist. Ja, die haben eigentlich alle klassischen Gruselelemente hier schon mal ausgeschlossen, weil der Duschwagen ist durchsichtig, das heißt, da kann keiner dahinter stehen, beziehungsweise wenn ich drin stehe, kann keiner davor stehen, wie in Psycho, glaube ich. Die typische Spiegelszene funktioniert nicht, weil es gibt keinen Spiegel, aber wahrscheinlich hat es eher mit der Grafik-Engine zu tun. Hier hinten in der Ecke ist noch eine verschlossene Tür, geht nicht auf. Und ich sollte vielleicht nochmal zeigen, dass... Moment. Ja, das Radio sagt jetzt nichts. Wenn ich sage Turn off Radio, dann geht's auf einmal wieder los. Ich werde nochmal schnell im Hotel anrufen. 7898. Frank Chateau, would you like to make a reservation? Diesmal sage ich nein. No. No, can I speak to Linda Johnson? Please hold. Sorry, but she has not yet arrived. Goodbye. Okay, also beachten die auch sowas, den Zeitrahmen, die können natürlich noch nicht angekommen sein. Hätte ich die aber am Anfang gefragt, wie lang ihr Trip ist, statt wann Billy ins Bett muss, dann hätte sie mir gesagt, dass sie nicht weit weg sind. Und ich schätze mal, die wollen sich nur einen Pärchenabend gönnen. Und es spielt gar, also die fahren jetzt nicht gerade in Urlaub, sondern die nehmen sich einfach ein Hotel über Nacht, wenn ihr versteht. Jetzt werde ich mal den Fernseher anmachen mit der Fernbedienung. Natürlich nah dran, ich dachte, der einzige Sinn und Zweck wäre... Man nicht nah dran. Oh Gott. Wo ich das schon mal erlebt habe, habe ich mich trotzdem wieder kurz erschreckt. Ja, das Telefon klingelt. Geh mal ran. Hallo. The game is a 50-inch drill, my legs. To hell, what you sitting